Bei dieser Mission habt ihr es mit einem Gegner zu tun, der sich ständig hin und her teleportiert. Aber ich denke mal, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann dürfte dieser Gegner für euch kein Problem darstellen. So, schauen wir mal, was wir an Waffen haben. Ich denke, wir wählen mal diese Ghost Bomb aus. Und da ich doppelten Schaden machen möchte, muss ich ziemlich weit nach oben zielen. Ich denke mal, so müsste ich ihn erwischen. Jawohl. Okay, bei dieser Streuung. Hey, was ist das? Was für ein Selbstmörder. Okay. Ich häng fest. Nein. Ah, die Sniper, die macht keinen Flächenschaden. Das ist sehr gut. Ich hänge immer noch fest, egal. Ich glaube, die Mini-Faule dürfte ich auch dieses Mal 2 Schaden erwischen. Ich denke mal. So müsste ich ihn erwischen. Das war knapp. So, der hat sich nicht weit bewegt. Das heißt, wir müssen im Prinzip nur die Feuerkraft anpassen. Und ja, genau, die nehme ich. Was haben wir jetzt? 57%. Ich denke mal so 56, 55 dürften es sein. Jawohl. Diesmal nehme ich die Blume und so müsste es hinhauen, denke ich. Zum Glück macht die Flächenschaden. Ja. So, im Prinzip müssen wir alles so beibehalten, wie ihr seht, anhand von dieser Spur. Autsch. Was nehme ich? Ich glaube, den Jumper, der dürfte nämlich der hier an dieser Kante abprallen und zurückkommen, ja. Nee, genau über ihn hinweg. Autsch.
Jetzt kann ich mich aber wenigstens frei bewegen. So. Ich habe auch nichts Vernünftiges. Nichts Vernünftiges. Jawohl. Bei Waffen, die mehrere Schüsse abfeuern, wie die Flamme oder diesen Fünfball, da wähle ich am liebsten den 35 Grad Winkel, 45 Grad Winkel, weil die dann ziemlich nah beieinander ankommen, die Schüsse. Das ist jetzt hier natürlich nicht möglich. Da müssen wir ziemlich hoch zielen. Ich denke mal, so in etwa. Nehmen wir das hier. Jawohl. Oh oh. Oh. Das hat gesessen. Ach Mensch, ey. Ja, 11 Schaden. So, das trifft mich nicht. Aber ihn. Nee, der hat auch Glück gehabt. So, eigentlich muss ich meine Einstellung beibehalten. Und ja, das ist gut. Macht viel Flächenschaden. So, das hätten wir geschafft.